Der S&P 500, der Leitindex der Welt, hat es gestern nicht geschafft, ein neues Allzeithoch zu machen. Allerdings der Nasdaq mit einem neuen Schlusskurs Allzeithoch. Und man muss den Gegnern von Donald Trump zurufen, wenn ihr Trump loswerden wollt, dann müsst ihr bald irgendwas auf die Reihe kriegen. Dann muss irgendetwas passieren, was sich auch in den Aktienmärkten zeigt. Denn bei solchen Kursständen ist es unwahrscheinlich, dass Trump diese Wahl verlieren wird. Schauen wir uns die Geschichte mal ein bisschen genauer an. Normalerweise ist es so hier, diese Zyklen, wie die Aktienmärkte durchschnittlich laufen, historisch gesehen in den letzten Jahrzehnten, wenn der Amtsinhaber drin bleibt in Wahljahren, das ist diese blaue Grafik und die rote, wenn er nicht drin bleibt, dann sehen wir, es wird im August ein bisschen nervöser und Anfang September trennt sich dann die Spreu vom Weizen, Anfang September fallen dann die Aktienmärkte, wenn der Amtsinhaber und seine Partei verlieren. Oder sie steigen Anfang September, wenn der Amtsinhaber und seine Partei die Wahl gewinnen. Und der Wahlkampf in den USA, der geht jetzt in die heiße Phase. Der Parteitag der US-Demokraten läuft, ist im Grunde ein Internet-Ding. Da sollten eigentlich über 50.000 Leute hinkommen, ist allerdings abgesagt wegen Corona. Dann gibt es so Videobotschaften wie hier von Michelle Obama, die sozusagen da die Key-Sprecherin ist, die gesagt hat, ja, Trump ist schlecht für das Land, der ist sozusagen ein Spalter statt ein Versöhner etc. etc. Das ist das, was sozusagen jetzt das Highlight erstmal dieses Parteitags war, der bis Donnerstag gehen wird. Wie gesagt, eine rein virtuelle Geschichte, aber es zeigt, dass jetzt wirklich die Dinge heiß werden, dass der Wahlkampf jetzt beginnt. Und Donald Trump hat ein paar Ideen, was man da machen kann in Sachen Wahlkampf. Er verspricht jetzt zum Beispiel US-Firmen, die ihr Geschäft aus China verlegen in die USA, verspricht der Steuererleichterungen. Okay, werden sich viele Firmen denken, nur was bringt mir das, wenn die Kosten in den USA viel, viel höher sind als in China. Die sind in China auch nicht mehr günstig sicher, aber in den USA eben deutlich höher als in China. Also da muss er schon sehr viel mit der Steuer machen, damit die Firmen sich sagen, okay, ich komme da wieder zurück. Aber Donald Trump eben auch im Wahlkampfmodus, hält jetzt Ansprachen in zwei Städten in den USA. Insgesamt kann man sagen, wer hätte das noch im März gedacht, was jetzt passiert, dass wir praktisch in der Nähe der Allzeithoch sind, wie hier Goldman Sachs sagte, das ist eigentlich unglaublich, was da in diesen 5 Monaten passiert ist angesichts der Lage. Und wir sehen hier den Surprise Index relative to expectations, also wir sehen, wie stark die positive Überraschung ist in Relation zu dem, was man erwartet hat. Man hat natürlich die Erwartungen auch ziemlich drastisch gesenkt, dementsprechend vielleicht nicht so die ganz große Kunst drüber zu hupfen, aber der Hupfer ist schon deutlich. Aber die Frage ist, ist das der Grund, warum die Aktienmärkte wirklich gestiegen sind? Ein Grund dafür ist natürlich, dass man keine Renditen an den Staatsanleihenmärkten bekommt. Hier sehen wir mal, die Earnings Yield beim S&P 500 ist deutlich höher eben als die bei den US-Staatsanleihen. Aber der eigentliche Punkt ist der, den hier Lars Pellinat thematisiert, wo er zeigt, dass wir massive Einbrüche im BIP haben, ja nicht nur in Spanien und Italien, auch in Deutschland etc. Der DAX gleichwohl bei 12.900 Punkten, wie er sagt, und der US-Tech-Stocks fliegen high. Das hat nichts mit Zukunftserwartungen zu tun, sondern ist eine EZB- und Fed-Money-Print-Blase. Da kann man wohl schlecht widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Aktienmärkte eine noch glorreichere Zukunft einpreisen. Wir sehen ja in vielerlei Hinsicht, dass jetzt die Daten anzeigen, dass wir jetzt sozusagen stagnieren, dass diese Erholung stagniert, dass das nicht weitergeht. Wir rauschen nicht in die Tiefe erneut, aber es ist eben erstmal vorbei mit dieser V-Erholung, wie sie manche nennen. Jedenfalls, das ist natürlich der Punkt. Hier sehen wir sozusagen ikonografisch das, was da der Fall ist. Die Aktienmärkte reagieren auf Kapitalflüsse. Das ist auf der einen Seite logisch, ist auf der anderen Seite verrückt, wenn man sieht, wie weit man sich da von Fundamentaldaten entfernt hat. Aber logisch eben, weil die Flut alle Boote hebt, Liquidität das entscheidende Thema. Und so sind wir in dieser Spanne zwischen verrückt und logisch. Wir sehen, dass insgesamt die Handelsvolumina an den Märkten minimal sind. Wir hatten am Freitag den Tag mit dem geringsten Volumen seit dem 19. Februar. Wir hatten gestern praktisch einen Geisterhandel in vielen Bereichen, sehr, sehr wenig.
wenig Umsätze. Aber wir haben neue Verrücktheiten. Wir haben eine Tesla, die jetzt bei 243 Milliarden an Marktkapitalisierung liegt, gestern 11% gestiegen ist. Damit ist jetzt Tesla das 10. wertvollste Unternehmen der USA und das ohne im S&P 500 zu sein. Das gab es bisher nur einmal und das war Berkshire Hathaway, die Firma von Warren Buffett. Wir sehen hier Apple ganz klar in Front, knapp unter der 2-Billionen-Grenze, dann Amazon, dann Microsoft, Alphabet, Facebook. Und dann kommt länger erstmal ja nicht. Dann kommt schon Berkshire Hathaway und wir sehen, dass jetzt Tesla dabei ist, den Konsumgiganten Procter & Gamble zu überholen. Nestle, Walmart ist man schon ganz in der Nähe. Walmart wird heute Zahlen bringen, das wird interessant. Natürlich, Tesla kommt wahrscheinlich jetzt in den S&P 500, weil man bilanziell es geschafft hat, mit Kosmetik viermal Gewinne auszuweisen. Aber sei es drum, es ist eben so, dass hier die Dinge ein bisschen schräg laufen. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Was passiert da? Was zeichnet sich da ab? Wir sehen hier auf jeweils 4-Stunden-Basis, um einfach mal das größere Bild zu zeigen, den DAX 12.878. Der kommt nicht so recht vom Fleck. Anders als etwa der Nasdaq, der bei 11.288 Punkten steht. Wir haben den S&P 500, der es gestern nicht geschafft hat, eben dieses Allzeithoch zu machen, wenn gleich er kurz davor war, 3.384 aktuell. Wir sehen, dass Gold jetzt wieder zu laufen beginnt, knapp 2005. Und wir sehen den Euro in der Erwartung, die 1,19er Marke zu übersteigen in den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, interessant wird sein, was jetzt hier in dieser Woche mit dem Optionsverfall passieren wird. Wir haben in dieser Woche eine OPEX, also eine Option Expiry Woche. Dementsprechend ist vieles möglich und auch das Gegenteil davon. Normalerweise sind solche Wochen nochmal positiv, Optionsverfallswochen. Wir werden sehen, was passiert und gucken mal, harren der Dinge an, ob etwas in diesem Sommerloch passiert mit dünnen Umsätzen, mit manchmal einer etwas, kargen Nachrichtenlage, die es jemand wie mir etwas schwer macht, hier wirklich Relevantes zu erzählen. Aber das kann sich schnell ändern, denn nichts ändert sich so schnell wie die Lage. Ich sage Servus und Ciao.